Ich habe heute den Gründer und Geschäftsführer von Kaya, Alexander Schneekloth, im Interview. Und wir sprechen heute über das digitale Arbeiten. Ja, grüß dich, Alex. Hey, danke für die Einladung. Jederzeit gerne. Ich freue mich ja, dass du heute mit uns sprichst. Ich fange schon mal mit der ersten Frage gleich direkt an und zwar, worin besteht denn deiner Meinung nach die Herausforderung beim digitalen oder Remote-Arbeiten und jetzt für Mitarbeiter und auch für den Arbeitgeber? Ich denke, du kannst ja Ja, beide Perspektiven ganz gut einnehmen. ich versuche es. Ich glaube, das größte Thema ist tatsächlich eine Kultur, die ich mir vom Unternehmen wünsche, einen gewissen Spirit, ein Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten, wenn Menschen nicht gemeinsam in einem Büro, an einem Ort sind und die Art und Weise, wie wir gelernt haben, persönliche Beziehungen zu bauen, nicht mehr so leben können. Ich glaube, ganz viele Menschen ziehen Kraft und Motivation aus der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was verloren gehen kann, wenn jeder in seinem eigenen Raum sitzt, den anderen nicht sieht und nicht hört und vor sich hin arbeitet. Und ich glaube, da anzusetzen und ja, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, dass das Platz für allgemeinen Austausch ist, dass Platz für konkreten, strukturierten Austausch ist, basierend auf den Projekten, auf denen ich arbeite, aber eben auch Platz ist für einen Austausch, der Beziehungen schafft, der Spirit und Gemeinschaftsgefühl schafft. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir für uns zumindest auch jetzt innerhalb des letzten halben Jahres als elementar festgestellt haben. Wir haben auch vorher viel Remote Work bei uns gehabt im Team. Aber das hat natürlich nochmal massiv zugenommen in einer Phase, wo alle im Homeoffice sind. Und da haben wir gemerkt, dass wir da vielleicht weniger gut aufgestellt waren, als wir das geglaubt haben vorher. Kannst du da konkrete Beispiele nennen, woran es dann hapert? Also wo da so eine Schwäche war, die man erstmal nicht ja, auf dem Schirm hatte? Ja, ich glaube, was wir vielleicht gesehen haben, ist, dass es unterschiedliche Charaktere gibt in einem Unternehmen und auch unterschiedliche Senioritätslevel. Und jemand, der sehr erfahren ist, der sehr lange in einem Unternehmen ist, der konkrete Verantwortungen hat, die er selber umsetzen kann, der läuft dann vielleicht los und arbeitet und ist sogar produktiver, als er das im Büro ist, wo Ablenkung stattfinden kann. Gleichzeitig ist es aber so, und das ist mir passiert, dass du dann gar nicht vielleicht so schnell realisierst, dass Menschen, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, die das Unternehmen nicht so gut kennen, die vielleicht in ihrem ersten Job sind, noch nicht so viel Arbeitserfahrung und Fachwissen in ihrem Bereich mitbringen, dass diese Leute eigentlich jemanden neben sich brauchen, dem sie auf die Schulter klopfen können und sagen können, hey, kannst du mir mal ganz kurz da helfen? Kannst du mir die Frage kurz beantworten? Wie machen wir denn diesen Prozess eigentlich? Und das führt natürlich dazu, dass diese Menschen A, unproduktiver sind, aber B, auch vielleicht unglücklicher, weil sie merken, dass sie nicht in der Geschwindigkeit vorankommen, wie sie das eigentlich könnten. Und ich glaube, dieses Gap, das ist etwas, das haben wir nach einigen Wochen bemerkt, dass wir da Handlungsbedarf haben. Und dann haben wir entsprechend geschaut, was können wir tun? Und wir haben angefangen, unglaublich viele Meetings und geradezu ein zu viel an Kommunikationsmöglichkeiten einzuführen und haben das dann mit der Zeit wieder reduziert, als wir gemerkt haben, okay, jetzt langsam nervt es uns alle. Aber das führte dazu, dass wir machen inzwischen in den Teams eine Wochenplanung, die haben wir auch vorher gemacht. Wir machen aber auch ein Review innerhalb der Mitte der Woche, wo wir ausführlich sprechen. Gleichzeitig schaffen wir Platz für Morning Stand-ups, wo ein kurzer Check-in stattfindet. Alle sind am Start, jeder hat die Kamera an, es gibt einen persönlichen Touchpoint. Wir starten gemeinsam in den Tag, so wie man das im Büro auch macht, im Zweifel mit dem Frühstück in der Hand oder dem Kaffee. Ich hab einen Platz, wo ich Fragen stellen kann, unabhängig davon, dass ich jetzt eine strukturierte E-Mail schreibe, dass ich ein Ticket schreibe in meinem Ticketsystem mit einem Auftrag, sondern ich kann einfach mal in den Austausch kommen, schnell.
Wir haben am Abend die Möglichkeit eines Check-ins geschaffen, wo jeder reinkommen kann, der möchte, aber keiner muss. So, wer Besseres zu tun hat, wer im Flow ist, wer schon im Feierabend ist, wer einen Termin hat, so, der kommt halt nicht, aber wer möchte, der kann reinkommen und über Gott und die Welt reden, über seine Highlights vom Tag oder vielleicht auch seine Lowlights. Und das sind Dinge, die werden unglaublich gut angenommen. Und jetzt fangen wir aber langsam an, das wieder so ein bisschen zu reduzieren. Vor allem die arbeitsbezogenen Stand-ups, weil wir wieder mehr Leute im Büro haben. Viele Leute haben das ein bisschen vermisst. Und wir versuchen da so ein bisschen die Balance zu finden. Und für uns war so ein bisschen die Quintessenz vielleicht zwei Dinge. Nämlich A, Möglichkeiten zum Austausch schaffen und dabei ganz klar unterscheiden zwischen strukturiertem Austausch auf To-Dos, Prioritäten, Ziele bezogen und auf der anderen Seite Austausch einfach nur für das Gemeinschaftsgefühl, für die Möglichkeit zum ungezwungenen Austausch. Und das andere Thema ist tatsächlich die Flexibilität, das dann nicht als Modell zu etablieren und zu sagen, das ist jetzt so, sondern eben dann auch ins Team reinzuhören, in sich selber reinzuhören und das wieder anzupassen und nach oben, nach unten zu schrauben, so wie man das Gefühl hat, dass man es braucht. Ich glaube, das hat uns jetzt sehr gut durch diese Phase durchgebracht. Ja, also du sagst, dass diese Flexibilität in der Kommunikation ganz wichtig ist und das schlichtweg auch bei der Hardware, also dass es schon ziemlich gut ist, wenn man sich auch sieht, wenn man also wirklich für jeden Mitarbeiter auch eine Kamera dann hat, wenn man remote arbeitet. Hast du noch andere Tipps für gerade zum Beispiel für Leute, die ganz neu anfangen, die noch nie remote gearbeitet haben oder du jetzt die Mitarbeiter teilweise ja, wir hatten ja die Situation, dass du jetzt ins Homeoffice musstest und dann sind manchmal die Möglichkeiten noch nicht da, da sind keine Kameras da. Hast du für die Leute auch Tipps? Also Nummer eins, ich glaube, ein gutes Hardware-Setup ist entscheidend. Ein Arbeitgeber, der das nicht bereitstellt, den verstehe ich nicht. Ich glaube, dass unabhängig vom Homeoffice oder im Büro, wenn du deinen Mitarbeitern, du zahlst deinen Mitarbeitern ein Gehalt, in der Regel vermutlich ein gutes Gehalt, ein Gehalt, wo du bei dir als Unternehmer am Ende des Monats auf die Abrechnung schaust und sagst, hui, ganz schön viel Geld, was hier jeden Monat abfließt. So, das machst du aus einem gewissen Grund, weil du bekommst was davon zurück. Hoffentlich. So. Und dann zu knausern an einmaligen Ausgaben, wo ich so eine hohe Abo-Rechnung jeden Monat bekomme für jeden meiner Mitarbeiter, das macht ja keinen Sinn. Mhm. Wenn ich meinem Mitarbeiter 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat bezahle oder mehr, dann kann ich dem auch für 1.000 Euro ein ordentliches Setup dahinstellen mit einem ordentlichen Laptop, mit einer ordentlichen Kamera drin. Im Zweifel die HD-Kamera oben drüber, wenn der das braucht. Was wir getan haben, wir sind darüber hinausgegangen. Wir haben jedem Mitarbeiter, der das gewünscht hatte, das noch nicht hatte, auch einen ordentlichen Monitor nach Hause gestellt. Wir haben den Leuten angeboten, Schreibtischstühle bereitzustellen. Ich sitze selber gerade bei mir im Homeoffice und habe hier einen ordentlichen 400-Euro-Schreibtischstuhl hier stehen. Und das haben unsere Kollegen auch alle. Und da ist völlig egal, ob das der Junior ist oder der Geschäftsführer. Also das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Da soll keiner Rückenprobleme bekommen, da soll keiner Kopfschmerzen bekommen, weil er irgendwie schief auf dem Küchenstuhl sitzt, sondern die Leute sollen, wenn sie die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten, dort dann auch ein Setup vorfinden, was die Grundlage für Produktivität ist. Genau, also Handwerkszeug, sagst du, ohne Handwerkszeug geht es nicht. Klar, also sehe ich auch so, du kannst entweder mit einer stumpfen Axt 2 Stunden lang auf einen Baum einschlagen und nichts passiert, oder du nimmst dir eine halbe Stunde extra und schärfst dein Werkzeug und machst es dann richtig. Ja, das genau wie du es sagst, ich sehe, um deine Frage nochmal ein bisschen zurückzukommen, ich sehe zwei weitere Punkte. Du hast neben dem Handwerkszeug, dem physischen Handwerkszeug, natürlich auch das digitale Arbeitszeug. Und du hast natürlich einen Aspekt der charakterlichen Eignung. Das heißt, ohne Disziplin geht im Homeoffice oder Remote, glaube ich, gar nichts. Wer in einer Umgebung arbeitet, die vielleicht weniger nach Arbeit aussieht, wo keine Kollegen sind, die neben mir arbeiten, und da geht es mir gar nicht um den Blick vom Kollegen auf meinen Monitor, was ich da gerade mache, sondern einfach nur den Aspekt von, da arbeiten 10 Menschen um mich herum,
Und das motiviert mich und ich mache jetzt das Gleiche. Ich glaube, wenn ich alleine in meinem stillen Kämmerchen sitze, dann brauche ich intrinsische Motivation und Disziplin, voranzukommen. Wer die als Mitarbeiter nicht aufbringen kann, der muss dann, glaube ich, arbeiten. Oder ich muss als Arbeitgeber mit ihm Strukturen schaffen, die das für ihn übernehmen. Also beispielsweise einen täglichen Check-in mit klaren Zielsetzungen, wo ich als Mitarbeiter weiß, okay, in 24 Stunden muss ich ein gewisses Ergebnis abliefern. Das kann manchen Mitarbeitern helfen. Viele brauchen es nicht, manche würden es möglicherweise brauchen. Ich bin dann ein sehr großer Fan von einem situativen Leadership, sich jeden Mitarbeiter anzuschauen, mit jedem Mitarbeiter darüber zu sprechen, was er braucht, um das meiste aus sich herauszuholen. Weil das ist ja am Ende auch das, was der Mitarbeiter in der Regel möchte. Dass er, nur weil jemand nicht diszipliniert ist, aus sich selbst heraus, heißt das nicht, dass er nicht Ergebnisse produzieren möchte, sondern vielleicht fehlt ihm einfach noch der richtige Ansatz. Und dann muss man da vielleicht manchmal helfen. Ich komme hier gerade in den Monolog, aber ich habe noch das zweite Thema, nämlich Software. Sollen wir darüber auch nochmal sprechen? Ja, sehr gerne. Klar. Super. Ich glaube, wir haben gerade gesprochen, irgendwie, du brauchst einen ordentlichen Schreibtischstuhl, du brauchst einen ordentlichen Monitor, du brauchst einen ordentlichen Laptop, der nicht zusammenklappt, wenn du extra aufmachst. Ich glaube, du brauchst eben auch die richtige Software, die vielleicht auch das, was wegfällt oder kompensiert werden muss, wenn ich nicht vor Ort zusammensitze, abbilden kann. Und für mich gibt es da verschiedene Kategorien, die wir für uns auch ausgemacht haben. Und ich glaube, Kategorie Nummer eins ist, wie kann ich Wissen zugänglich machen? Also gerade spätestens, wenn ich in der Karibik sitze, verschiedene Zeitzonen habe, wo es also nicht mal darum geht, wie habe ich Zugang zu meinen Kollegen, um Wissen zu erhalten, sondern tatsächlich einfach, selbst wenn ich die erreichen kann, sie sind jetzt gerade am Schlafen. Also, wenn ich jetzt also meine Aufgabe weitermachen möchte, dann muss ich Zugang zu diesem Wissen bekommen. Dokumentation von Prozessen, von Wissen, eine definierte Ablage, wo finde ich Dokumente, wo finde ich Formulare, wo finde ich eine Historie zu einem Kunden, das ist, glaube ich, ganz elementar. Wir nutzen dafür auf der einen Seite zum Beispiel Notion, um Dinge zu dokumentieren. Wir nutzen Shift-X, um Prozesse zu dokumentieren. Und auf der anderen Seite haben wir dafür gesorgt, dass bei uns im Unternehmen alle relevanten Personen Zugang haben zu unseren Kundenprofilen. Das heißt natürlich nicht, also nicht zu sensiblen Daten, nicht zu, wir haben gar nicht darüber gesprochen, was wir machen, aber wir verwalten sensible Daten für unsere Kunden, inklusive insbesondere Dokumenten, postalischen Dokumenten. Da hat natürlich kein Mitarbeiter Zugang drauf zu, aber zu Kundenprofilen, zu Kommunikation mit unseren Kunden, da haben alle relevanten Mitarbeiter Zugriff drauf. Und das ist auch unglaublich wichtig, dass auch ein Operations-Team da einsehen kann, was ist da zuletzt passiert, wenn sie sich mit dem Kunden gerade beschäftigen. Also das war für uns elementar sicherzustellen. Jeder hat, egal wann er arbeitet, Zugang zu allen notwendigen Informationen. Und dann gibt es sicherlich ein paar weitere Kategorien. So, wie kann ich mit meinen Kollegen kommunizieren, auch remote, auch übergreifend, insbesondere wenn nicht jeder ein Arbeitshandy hat oder so. Wie kann ich da Dinge etablieren? Also all solche Dinge sind dann wichtig. Wie habe ich auch Zugang zu eingehender Kommunikation? Da greift dann zum Beispiel das, was wir machen. Das haben wir gerade in Corona gesehen, wo dann auch immer ganze Büros im Homeoffice waren, niemand mehr vor Ort. Und dann stapelt sich die Post im Briefkasten und dann kommt vielleicht die Putzfrau oder der Putzmann nach 2 Wochen vorbei und sagt, entschuldigt mal, eure Post liegt hier auf dem Boden. Und da hat irgendwie keiner dran gedacht. Und dann greift dann halt zum Beispiel so ein Service wie unserer, wo du dann sagst, hey, ich beauftrage Kaya und die Jungs, die leiten meine Post um in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post oder der TIN hier in Berlin als zweitgrößtem Postunternehmen nach der Deutschen Post und öffnen das für mich, scannen das für mich und stellen mir das am gleichen Tag dann digital bereit. Und ich kann das dann per E-Mail oder innerhalb des Kaya-Accounts mit meinen Kollegen teilen. Und dann geht nichts unter, alle Fristen werden eingehalten.
Das sind dann so die Kleinigkeiten, die man so, glaube ich, merkt, wenn man dann damit anfängt, wo man sagt, okay, da war noch was. Ich glaube, das kannst du nicht alles vorneweg bedenken. Ich glaube, da greift wieder das, was wir vorhin gesagt haben, eine gewisse Flexibilität, Situationen zu erkennen und dann einfach pragmatisch zu lösen, und die nicht zu overengineeren. Ja, du sagst, viele haben einfach ihren Briefkasten vergessen. Also gerade auch wenn sie, ich meine, es kann ja genauso, wenn man jetzt als digitaler Nomade unterwegs ist und man trampt sich quer durch Amerika, kann einem das ja genauso passieren. Kannst du noch andere Probleme nennen, die typischerweise so mit diesem digitalen Nomadentum einhergehen, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man sein Büro überall hat? Ja, ich glaube, es gibt vielleicht drei Punkte. Der erste ist sicherlich ein sehr trockener Aspekt, nämlich der rechtliche und steuerrechtliche Aspekt. Wo bin ich jetzt eigentlich steuerpflichtig und wie viel Geld muss ich zurücklegen? Glaube, wer das nicht auf dem Schirm hat, und dann am Ende des Jahres irgendein Finanzamt auf die Idee kommt, dann mal eine Schätzung abzugeben, da kann man recht schnell eine sehr unangenehme Situation erleben. Also ich glaube, sich da ganz klar Gedanken zu machen, möchte ich in Deutschland gemeldet sein oder möchte ich ein anderes Modell in der Regel aus steuerlichen Gründen fahren, wo ich in meinem Land gemeldet bin, und mein Gewerbe angemeldet habe. Und falls ja, wie geht das da mit der Steuer? Was muss ich dabei beachten? Brauche ich einen Steuerberater dafür? Muss ich mir vielleicht auch eine Bestätigung vom Finanzamt holen, dass die mein Konstrukt dann so anerkennen und ich dann nicht auch immer in zwei Ländern steuerpflichtig bin? Also ich glaube, das ist so der Hygienefaktor. Ohne den funktioniert es nicht. Ich glaube, der zweite Punkt, den haben wir vielleicht sogar schon angesprochen, nämlich dieser Aspekt von: Bin ich überhaupt dazu geschaffen, in der Karibik im Strandhaus zu sitzen und dann meinen Laptop rauszuholen und da vielleicht nicht 8 Stunden, aber zumindest 4 Stunden konzentriert zu arbeiten? Ich glaube, ich weiß, dass ich mich damit zum Beispiel selber schwer tun würde, selbst wenn es um meine eigene Firma geht. Man ist dann schnell, glaube ich, in so einem Abschaltmodus, genießt das gute Leben. Ich glaube, das ist ein sehr gefährlicher Aspekt, wenn ich das nicht mal sauber ausprobiere, ob ich das kann und ob ich mich dazu motivieren kann und das möchte. Weil, wie gesagt, ich glaube, der verregnete Montagmorgen in Berlin, der ist einfach, da kann ich mich mehr auf die Arbeit konzentrieren und es ist deutlich einfacher, dann Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht gibt es einen dritten Punkt. Als digitale Nomade, die meisten sind ja tatsächlich selbstständig. Das heißt, die meisten sind ja nicht im Angestelltenverhältnis. Das liegt vielleicht auch daran, dass viele Arbeitgeber das so noch nicht ermöglichen. Aber wenn ich selbstständig bin und ich starte jetzt durch, also ich sage, hey, ich starte mit meiner Selbstständigkeit und dem digitalen Nomadentum, dem Reisen parallel. Dann kann das natürlich gefährlich sein, wenn mein Einkommen nicht gesichert ist. So, ich will da jetzt gar nicht den Deutschen machen, den typischen Deutschen, der da als Bedenkenträger um die Ecke kommt. Ich bin da ein großer Fan von jedem, der ins Unternehmertum geht und sein Schicksal irgendwie selber in die Hand nimmt. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Fan davon, Dinge sauber anzugehen. Und ich glaube, was man nicht möchte, ist in der Dominikanischen Republik ohne Geld stranden. Und wenn man Glück hat, hat man jemanden in der Familie, der einen nach Hause holt. Ich glaube nicht, dass das das typische Schicksal ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die meisten Menschen das auf dem Schirm haben und sich sehr intensiv damit beschäftigen, bevor sie den Schritt gehen. Und was ich häufig sehe, ist, dass Menschen vielleicht erstmal ihr normales Angestelltenverhältnis in einen Teilzeitjob reduzieren, und dann anfangen, sich die Selbstständigkeit aufzubauen. Und erst wenn da ein Fundament ist, auf dem man arbeiten kann, dann diesen nächsten Schritt gehen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Katrin, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte und danke für deine tollen Fragen. Wenn ihr weitere spannende Experteninterviews sehen wollt oder immer auf dem Laufenden sein wollt, was verschiedene Schadenfälle angeht und was Exali so macht, dann drückt doch abonnieren und wir halten euch auf dem Laufenden.